Die Stuttgarter Innenstadt. Aufgerissen, durchtrennt von einer riesigen Baustelle. Und das seit inzwischen 13 Jahren. Immer wieder Ersatzverkehr mit Bussen, geänderte Linienführung, gesperrte Strecken und lange, lange Laufwege. Zu den Gleisen braucht man oft 10 Minuten und mehr. Die Fahrgäste mussten gezwungenermaßen mit der Baustelle leben lernen. Ein paar Meter weiter, noch immer wird jeden Montag gegen das Projekt demonstriert. Auch wenn die Menge geschrumpft ist, die Kritik bleibt. Wir geben einen Haufen Milliarden aus, so viele wie jetzt noch gar nicht bekannt sind. Und wir schaffen einen Bahnhof, der den Fahrplan, den wir jetzt realisieren, niemals schaffen wird. Und die Touristen, die nach Stuttgart kommen, die sehen von der Stadt nichts mehr, wenn sie mit der Bahn kommen, weil das ja alles unterirdisch geht. Und es ist von Anfang an bekannt gewesen, dass die Kosten hoch sein werden. Das Projekt war vom ersten Tag an umstritten. Demonstrationen vor dem Hauptbahnhof. Am sogenannten Schwarzen Donnerstag 2010 eskalierte die Lage. Bürgerkriegsähnliche Szenen mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern. Der gewaltsame Polizeieinsatz gegen die Protestierenden wurde später vom Verwaltungsgericht für illegal erklärt. Bilder, die um die Welt gingen. Das Projekt politisch mit durchgeboxt hatte der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger. Er steht auch heute noch dazu. Ich bin von dem Projekt überzeugt gewesen, von Beginn an, und auch trotz der Proteste überzeugt geblieben. Und ich bin mir sicher, wie bei der Elfi in Hamburg, wenn es eingeweiht wird, werden alle dafür sein. Und das ist die Idee. Das riesige alte Gleisfeld und die Bahnsteige abreißen und neue Immobilien einen ganz neuen Stadtteil schaffen. Direkt neben dem historischen Empfangsgebäude soll der neue Tiefbahnhof eröffnet werden. Kein Kopfbahnhof mehr, sondern ein Durchgangsbahnhof. Der gesamte Knoten wird um 90 Grad gedreht. 51 Kilometer neue Tunnel wurden unter der Stadt gebohrt. In die Innenstadt geht es dann nur noch unterirdisch. Der immer wieder verschobene Eröffnungstermin soll jetzt im Dezember 2025 sein. Die Kritikpunkte der Gegner: Stuttgart 21 sei erst schön gerechnet und dann immer teurer geworden. Bahnsteige mit Gefällen seien gefährlich, der Brandschutz und die Fluchtwege mangelhaft. Der neue Bahnhof hat nur noch 8 Gleise statt bisher 16. Die Befürchtung ist groß, dass alles zu klein wird und in der Tiefe nicht mehr erweitert werden kann. So sieht es auch der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. Was Sie einmal da gemacht haben, das können Sie nicht plötzlich verschieben, erweitern oder sowas. Von daher sind Sie auf das, was wir in Deutschland brauchen, nämlich Verkehrswende, viel mehr Zugverkehr, viel mehr. Da sind Tunnelprojekte eigentlich immer eine Engpasssituation, weil Sie eben keine Flexibilität reinkriegen. Indirekt hat die Bahn bereits zugegeben, dass die Pläne nicht aufgehen. Sie will weitere Tunnel bauen und noch weitere Milliarden ausgeben. Klar ist jetzt schon, Stuttgart 21 wird auch ohne diese neuen Tunnel 4-mal so teuer wie ursprünglich geplant. Mindestens. Die Bahn verweist auf die verlängerte Bauzeit und die gestiegenen Kosten für Löhne und Material. 1995 wurde noch mit 2,5 Milliarden Euro gerechnet. Bei Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages waren es schon gut 4,5 Milliarden. Und das war erst der Anfang. Über die Jahre wurde es immer teurer. Die letzte offizielle Kalkulation liegt inklusive Risikopuffer bei fast 10 Milliarden. Weitere Steigerungen zeichnen sich bereits ab. Die Bahn überprüft gerade erneut die Kosten. Aber noch schlimmer. Es ist bis heute unklar, wer das am Ende bezahlen wird. Der Finanzierungsvertrag von 2009 sieht keine konkrete Regelung vor, falls es teurer wird als die damals vereinbarten 4,5 Milliarden Euro. Lediglich ein nebulöser Satz, die sogenannte Sprechklausel, regelt, was dann geschehen soll. Im Falle weiterer Kostensteigerungen nehmen die EIU, gemeint ist die Bahn, und das Land Gespräche auf. Doch genau diese Gespräche scheitern. Wir als Land und auch die Partner des Landes haben ja das Projekt unterstützt mit einem klaren Festbetrag. Und deswegen sehen wir keine Notwendigkeit. Wir haben es auch immer wieder deutlich gemacht, dass darüber hinaus irgendwas zu zahlen ist. Die Bahn sieht das anders. Deshalb wird seit Mai vor Gericht gestritten. 3500 Seiten umfassen die Akten. Alle sind sich einig, der Prozess wird durch alle Instanzen gehen. Keiner ist bereit, nachzugeben. Ein Schlamassel wegen eines Vertrages, für das auch Günther Oettinger verantwortlich ist. Dass alles so viel teurer würde, hatte er nicht geahnt. Sagt er uns.
Muss das Land jetzt noch mal was zahlen? Das mögen Richter entscheiden. Und vielleicht werde ich dort als Zeuge auftreten. Deswegen will ich mich hier nicht irgendwo befangen machen, sondern ich habe Zurückhaltung und Respekt vor der Beratung der Gerichte. Diesen Satz haben Sie ja damals mit unterschrieben, diese Sprechklausel. Wurde damals in den Verhandlungen nicht darüber gesprochen, was die bedeutet? Auch die Frage werde ich gegebenenfalls an der richtigen Stelle beantworten. Und wir sind nicht die richtige Stelle? Leider nicht. Der Richter hat sich schon mehrmals öffentlich über den schwammigen Vertrag gewundert. Und er fragt auch, warum seit Jahren weitergebaut wurde, wenn die Finanzierungsfrage überhaupt nicht geklärt ist. Der Prozess wird sich weiterziehen. Über Jahre. Und könnte Millionen kosten. Hat man denn wenigstens aus den Fehlern von Stuttgart 21 gelernt? Die Lernfähigkeit dieser Republik ist nach wie vor gering, weil wir haben im Moment in Hamburg-Altona ein ähnliches Projekt vor der Brust. Auch dort soll der 12-gleisige Kopfbahnhof in eine viel zu kleine Durchgangsstation umgebaut werden, was Gegner heftig kritisieren. Zwar dann nicht unterirdisch, aber 2 Kilometer entfernt vom jetzigen optimalen Standort. Und wie in Stuttgart sollen die frei werdenden Gleisflächen für Immobilienprojekte genutzt werden. Wir werden bisher nicht quantifizierbare Kostensteigerungen sehen. Allerdings ist der Bau weniger komplex als in Stuttgart. Wir werden Zeitverzögerungen sehen. Ursprünglich sollte der neue Bahnhof Ende diesen Jahres in Betrieb gehen. Jetzt wird 2028 angepeilt. Und auch in Hamburg wird bereits bei der Kapazität nachgebessert. Die S-Bahn soll für weitere Milliarden unter die Erde verlegt werden. Zurück nach Stuttgart. Und der wichtigsten aller Fragen, wird der Tiefbahnhof groß genug sein? Die Bahn sagt ja, weil im gesamten Bahnknoten ein neues digitales Sicherungssystem verbaut werden soll, ETCS. Das European Train Control System soll 30% mehr Kapazität ermöglichen. Auf der neuen ICE-Strecke Wendlingen-Ulm ist ETCS bereits seit Dezember im Einsatz. Aber immer wieder müssen Züge über die alte Strecke umgeleitet werden. Ein Lokführer, der anonym bleiben will, zeigt uns interne Mitteilungen, die belegen, es gibt Probleme mit ETCS. Wenn die Bahn die Probleme nicht bis zur Eröffnung von Stuttgart 21 in den Griff bekommt, dann wird es täglich vorkommen, dass Züge spontan um Stuttgart herumgeleitet werden müssen, weil sie in den neuen digitalen Knoten nicht einfahren können. Auf unsere Anfrage weist die Bahn die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Probleme mit dem System. Der Lokführer zeigt uns weitere interne Bahnmitteilungen, die belegen, Zwischenfälle mit ETCS gibt es deutschlandweit immer wieder. Dass damit in Stuttgart die Kapazität gesteigert werden könnte, da ist er ohnehin sehr skeptisch. Das sind Wunschvorstellungen. ETCS ist ein Sicherungssystem und kein Kapazitätserweiterungssystem oder ein Beschleunigungssystem. Von der Bahn wollte niemand persönlich mit uns sprechen, aus der Bundespolitik auch nicht. Nur Günther Oettinger war bereit, vor der Kamera für das Projekt einzustehen, auch was das Thema Kapazität angeht. Geduld, Geduld. In 2 Jahren kann man es mit der Stoppuhr messen. Ob der neue Bahnhof tatsächlich 2025 in Betrieb geht, bleibt fraglich. Wenn, dann wird es ohnehin nur eine Teileröffnung, denn der südliche Teil wird noch viele Jahre eine Baustelle bleiben. Am Ende ist es fast egal, ob die Bahn oder das Land den Prozess um die Mehrkosten gewinnt. Die Milliarden werden ohnehin der Allgemeinheit aufgebürdet.